Hallöchen und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer brandneuen Aufnahme zu Let's Play The Forest. Ja, in der letzten Folge haben wir den wunderschönen Rohbau mit dem mega geilen Baufehler dort oben endlich fertiggestellt. Und heute wollte ich mich ja eigentlich auch nochmal auf die Suche nach der modernen Axt begeben. Allerdings habe ich mir das Ganze nochmal durch... Allerdings habe ich mir die ganze Sache auf jeden Fall nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass es wesentlich intelligenter wäre, wenn wir uns heute einfach mal das Katana suchen werden und, Alter, kannst du endlich mal die Fresse halten? Scheiß Hase. Auf jeden Fall wäre es wesentlich intelligenter, wenn wir uns heute einfach mal zuerst das Katana zusammensuchen würden, damit wir uns erstmal ein bisschen verteidigen können. Ich meine, Holzkloppen können wir ja sowieso mit der Feuerwehraxt, das geht ja eigentlich recht gut. Und um euch den langen Laufweg dorthin jetzt einfach mal zu ersparen, nutze ich jetzt einfach mal ganz kurz die YouTube-Kräfte, um uns eben schnell dorthin zu teleportieren. Deswegen mache ich mal ganz kurz den hier. Wipp. So, und da wären wir auch schon. Und man sieht es auch schon direkt, hier ist jetzt eben halt dieser Eingang in diese besagte Katana-Höhle, wo wir auch gleich reingehen werden. Und ganz kurz für die Leute, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, sag mal, hey Tobi, wie kommt man da denn jetzt eigentlich genau hin? Das ist eigentlich relativ einfach. Und zwar müsst ihr euch einfach in der Mitte von der Map so ungefähr begeben. Dort findet ihr dann nämlich diesen riesigen See dort. Und dann müsst ihr einfach hier zu diesem Flugzeugcockpit hingehen und einfach der Nasenspitze quasi einmal den Hang hier so ein bisschen hochfolgen. Dann müsstet ihr eigentlich direkt ankommen. Und ich will jetzt eigentlich... gar nicht so lange quatschen. Da lief doch gerade was, oder nicht? Hallo? Ich glaube, da will jemand ins Video. Naja, ist jetzt auch jetzt mal egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Das kann sein, dass es jetzt mal ganz kurz leckt, weil er dann jedes Mal die Map neu lädt. Achtung! So, da wären wir auch schon. Gut, einmal das Seil runter. Ich mach mal ganz kurz hier, mein Zippo-Feuerzeug an. Der Typ ist ziemlich erotisch am Atmen. Das gefällt mir eigentlich. Das finde ich eigentlich recht geil. Sag mal, wie tief geht das denn hier runter? Sag mal, hört das eigentlich nochmal... Hallo? Hört das nochmal auf hier? Ich seh gerade auch keinen Boden. Ups, so, und da will mein Fernseher auch gerade schon wieder ausgehen. Ganz kurz mal eben. So, einmal. Ach, ich sehe Boden. Ich sehe Boden. Welch Glück, welch Wunder. Perfekt. Geil. So, hier liegt auch schon mal direkt ein bisschen Zeugs rum. So, einmal schon mal eingesammelt hier. Ein bisschen Loot, das ist gut. So ein paar Lappen und so. Ganz kurz mal eben. Ich muss mal ganz kurz, wie war das nochmal? Es war hier mit B, war das, glaube ich. Und dann einmal ein Feuerchen machen. Einmal Feuer. So, das platziere ich mir mal ganz kurz hier eben. Wenn wir nämlich nachher zurückgehen, damit wir direkt hier vielleicht mal ein bisschen was zu crazen haben oder so. Deswegen, ich mach mal ganz kurz an. Guck mal, weil wir haben jetzt schon ein bisschen Hunger. Wir können uns jetzt eigentlich sogar schon mal ein bisschen was zu crazen machen. Einmal Lurch. Lurch. Kopf. Hand. Irgendwelches Fleisch. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel draufpacken. Ist jetzt aber auch egal. Ja, ja. Guck mal, dann schnappe ich mir auch schon mal direkt das hier. Ah, was ist das denn? Hä? Was ist das? Da gucke ich doch mal ganz kurz. Kaputtes Spielzeug. Ach, das ist der Torso von dem Roboter, von unserem Sohn, oder nicht? Oder bin ich... Doch, das ist der, ne? Und hier ein paar Bilder sogar. Okay, was das darstellen soll, ich habe keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall so ein paar Jesuskreuz hier und irgendwas brüllt da. Ich habe gerade ein bisschen Bammel. Anscheinend war unser Sohn hier gewesen oder irgendwer hat die Bilder hier hingebracht. Keine Ahnung. So, das Essen ist serviert. Mmh, oh, frischer Lurch. Oh, lecker. Frisch aus dem Walde. Nichts schmeckt besser als frischer Lurch. So, den Rest lasse ich mir für nachher. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir gleich auch ein bisschen verdursten. Ich hoffe, wir finden hier noch irgendwie Cola oder sowas. So, hier nochmal ein Schädel, ein Lappen. Nehme ich alles mit. Hier geht es auch nicht weiter. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier hochklettern. Da brüllt irgendwas. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Nee. Hallo?
tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Können Sie Deutsch? You are speak German? Da ist doch was. Octodad, ich wusste, dass du dahinter steckst. Bäh. So ein Tentakel, Helmut. Okay, ey, pass mal auf, wir müssen sowieso hier lang gehen, von daher bin ich recht froh. Ekelhaft, ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht hochgelatscht. Oder beziehungsweise uns hinterhergelatscht. So, einmal den Brettern folgen. War das hier lang? Ich glaube, das war hier lang gewesen. Der gute Crazy Shark LP hat mir das Ganze nämlich mal gezeigt. Übrigens könnt ihr auch ruhig mal vorbeischauen. Einfach mal unter meinen Kanal, unter Kanäle schauen. Da findet ihr den dann. Crazy Shark LP, der macht ganz coole Livestreams. Einfach mal reinpimmeln. Da freut er sich bestimmt drüber. So. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ich habe Angst, dass ich gleich irgendwie von der Decke gehüpft komme. Sag mal, sind das... Ich hoffe, das sind Finger, die da hängen und nichts anderes. Es könnten... Nee, es sind Finger. Ich hatte gerade schon die Vermutung gehabt, dass es nämlich gewisse Körperteile sein könnten. Und da sind wir auch schon. Die heilige Höhle des Katanas. Ein Katana. Ein Katana. Sie zu knechten. Sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Forest, wo die Schatten drohen. Entschuldigung, das war der Dämon, der mich hin und wieder mal heimsucht. Tut mir leid. So, einmal kurz hier ein Lagerfeuer anmachen. Gell, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das Katana. So, hier noch eine Rolex-Uhr oder sowas. Ein schöner Leppi, klar. Neue Grafikkarte nehme ich natürlich mit. Oh, YouTube Money. Oh, oh. Geld, 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 ganz viel Geld. Geil. Hier noch ein bisschen. Ach, guck mal, hier liegt ein Kopf. Den wir nicht kaputt schlagen können, natürlich. Hier noch ein bisschen was zu phrasen. Aha. Hier ist eine Cola. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal, da saufe ich doch mal direkt. Oh, lecker. Cola aus der Dose. Ich mag am liebsten Cola aus der Dose. Wie ist es eigentlich bei euch? Trinkt ihr die am liebsten eigentlich so aus der Glasflasche? Oder doch lieber außer Plastikflasche oder auch aus der Dose? Wäre mal interessant zu hören, ne? So, hier sind auch noch ein paar Grafikkarten. Was hat er hier gestreamt oder was hat er hier gemacht? Vlog wahrscheinlich gerade geschnitten oder so. Ich habe keine Ahnung. Bäh, was ist... Ach, ich... Das ist irgend so eine Malerei, ne? Ach krass, auch cool. Hier ist ein bisschen Benzin. Das nehme ich natürlich auch mit. Ich gucke nochmal ganz kurz. Vielleicht liegt hier hin und wieder nochmal irgendwo was rum. Hier geht's noch weiter. Aha. Guck mal. Cola, ja, Cola, lecker. Koffein, super. Wie witzig, dass er mal durch die Gegend fliegt, wenn ich darauf schlage. So. Cola können wir nicht mehr mitnehmen. Hier können wir uns, glaube ich, nochmal durchhacken. So, einmal weggeklöppelt. Was ist das denn? Eine Tasche? Geil. Ist das eine... Das ist eine fucking Taschenlampe. Ja, nice. Ja, überhaupt nicht übertrieben, der Strahl oder so. Da liegt eine Bibel. Die würde uns hier aber, glaube ich, auch nicht, beschützen. Oder weiterhelfen. Ey, cool, wir haben eine... Alter, jetzt sieht man nochmal richtig was. Ey, krass. Voll geil. Aber ich glaube, das war es auch schon gewesen. Mehr ist hier nicht, außer irgendwelchen Fingern, die an der Decke hängen. Kann man nicht die Rucksäcke durchsuchen? Das wäre doch voll praktisch eigentlich, oder nicht? So, was steht da auf dem T-Shirt? I love... Warte, ich besteig dich mal eben kurz. I love travel. I love travel könnte... Ja, es könnte I love travel sein. Okay, er liebt Reisen. Ja, ob er es jetzt immer noch liebt, man weiß es nicht. Kann ich den ja nicht aufhacken? Ich will den aufmachen, Manu. Da hängt irgendeine Kiste im Boden. Okay.
Gut, wir gehen mal weiter. Was ist das denn hier? Achso, das ist nur ein Stück vom Arm. Ich hatte gerade wieder böse Vorahnungen gehabt. So, das ging ja relativ fix eigentlich, ne? So, wir haben jetzt ein fettes Katana, Alter. Voll geil. Jetzt können wir uns mal auch mal ein bisschen wehren. Apropos wehren. Ich habe hier noch ein bisschen Lurchrüstung. Oh, ich war ja gestern bei New Yorker. Ich war ja gestern bei New Yorker, ne? Und da habe ich mir neue Lurchhautrüstung-Dingsbums geholt. Ja, willst du mal sehen hier? Oh, ja. Das ist der neueste Hit. Das ist der neueste Schrei momentan in der Modewelt. Halt die Fresse da hinten! Ich bin am Aufnehmen. Scheiß Nachbarn hier immer. Na gut, ist kein Nachbar, aber auf jeden Fall, er nervt uns. So, irgendwie, ich habe das Gefühl, hier sind so leichte Grafikbugs, wenn du mit der Taschenschlampe hier. Guck, die Bretter, seht ihr das? So leichte Grafikbugs, wenn du damit durch die Gegend läufst. Allgemein, die Taschenlampe sieht auch noch sehr merkwürdig aus, wenn du damit rumblendest. Warte mal, ich mach's mal ganz kurz. Tentakel Helmut! Helmut! Ibems! Der Tobi! Bäh, wie widerlich, Alter. Helmut! Helmut! Ich glaube, der mag uns nicht. Helmut! Na gut, okay, pass mal auf. Wir lassen Helmut mal alleine. Wir gehen jetzt mal wieder raus aus der Höhle. Ich will mich eigentlich auch nicht zu lange hier aufhalten. Oh, jetzt wieder, Alter, jetzt hat er uns gesehen. Habt ihr, Alter! Jetzt ist er. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen Angst. Jetzt habe ich hier tatsächlich ein bisschen Angst. Helmut, nein! Das darfst du nicht! Das tötet Menschen! Ach, ich dachte, hier wäre noch was zu essen. Ein Knochen liegt da. Na gut, pass mal auf, wir gehen mal wieder raus. Das kann jetzt wieder eine lange, lange Zeit dauern, bis wir das hier mal hinbekommen haben. Dieser blöde Helmut, Alter. Boah, da kommt er plötzlich auf uns zugerannt. Ich dachte, der bleibt da unten. Er hat uns doch noch gesehen. Dieser blöde Kackvogel. Alter, wie hoch das einfach ist. Ich sehe noch nicht mal den Ausgang. Oder es ist gerade Nacht, das kann natürlich auch sein. Boah, ich hätte eine bessere Idee. Wenn es draußen gerade dunkel ist, dann will ich mich da nicht unbedingt aufhalten. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz runter. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, was ich vorhabe. Beziehungsweise ich hoffe mal, dass ich genug Ressourcen dabei habe. Der ist jetzt aber nicht bei uns hier, ne? Ich habe nämlich Angst, wenn wir uns hier einmal nämlich anklatscht, dass wir dann direkt hier durch die gesamte Höhle einmal gesplattert werden. Ach, da oben steht er. Da oben dackelt er. Guck mal. Er beobachtet uns. Helmut! Helmut! So, klein Moment mal, ich hab gerade echt ein bisschen Bammel. Also ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht runtergekackt. Einmal ganz kurz, wo war es denn? Unterkünfte. Künfte unter. Künftig in der Unterkunft. Naja gut, das muss jetzt auch nicht mega ordentlich sein. Komm, lass es reichen, komm bitte. Ja, nee, die Sticks reichen schon alleine nicht. Oh, so ein Fuck, Alter. Natürlich fielen uns 6 Sticks, Alter. Wieder völlig klar. Scheiße. Kann ich das hier nicht einfach abreißen? Geht das? Oh, so ein Ranz, ne? Und er kackt da jetzt oben rum und beobachtet uns. Scheiße. Ich kann das doch wieder... Ja, kann ich. So, natürlich, wir bekommen natürlich wieder die Hälfte an Sticks natürlich wieder raus. Wie unfair das Spiel einfach ist. Gut, pass mal auf, dann werden wir uns wieder nach oben begeben. Dann eben nischt. Schade. Nee, ich wollte jetzt unten einfach mal speichern und mal kurz pennen gehen. Oh, uns wird langsam kalt. Oh, es wird uns langsam echt ein bisschen kalt.
Ich sehe das Loch, aber ich sehe das Loch. Es sieht aus, als ob es wieder Tag werden würde. Oder? Ich habe keine Ahnung. Wie lange sind wir denn jetzt schon unten in der Höhle? Gar nicht mal so lange eigentlich, ne? Mach da. Hau den Beat raus, Alter.